Nadine und Sven Reuter sind seit 10 Jahren verheiratet. Ihre 8-jährige Tochter Leni ist der ganze Stolz der liebevollen Eltern. Das Glück der Reuters scheint perfekt. Doch die beiden haben ein lang gehütetes Geheimnis. Bei einem Elternabend in Lenis Grundschule kommt Klassenlehrerin Anna Fischer der Wahrheit auf die Spur. Frau und Herr Reuter, würden Sie bitte noch kurz hierbleiben? Was ist denn? Sie haben den Rücklaufzettel für Lenis Klassenfahrt noch nicht abgegeben. Den füllen die Eltern aus und teilen uns mit, ob sie Allergien haben oder ob irgendwelche Medikamente von dem Kind genommen werden müssen. Der hätte vor einer Woche schon da sein müssen. Ja, der liegt bestimmt noch bei uns in der Post. Wir hatten jetzt so viel um die Ohren. Ich fülle ihn aus und dann schicke ich... Kommen Sie doch ruhig mit rein. Ich habe einen Rücklaufzettel hier, dann können Sie den direkt hier ausfüllen. Ja, ja. Machen wir. Okay. Ja, super. Scheiße. Nehmen Sie ruhig hier vorne Platz dann. Ach Gott, kleine Schrift, na, da geht ohne Brille wohl gar nichts. Ja, wem sagen Sie das? Na, das ist ja blöd. Also, Brille habe ich vergessen. Wir nehmen den mit nach Hause und dann... Herr Reuter, dann füllen Sie den doch einfach aus. Ist egal, wer das macht. Ja, aber ich weiß doch jetzt nicht aus dem Stegreif, welche Allergien meine Tochter hat. Also, gegen irgendwelche Pollen ist sie schon allergisch, aber... Ist alles in Ordnung, ist doch keine große Sache. Ja... Frau Fischer, wir kriegen das nicht hin mit dem Zettel. Wieso? Ja, wir haben da diese Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Okay, dann wird mir jetzt einiges klar. Wie, was wird Ihnen klar? Leni ist ein kluges Mädchen, das wissen Sie selbst, das muss ich Ihnen nicht extra sagen. Aber in letzter Zeit ist sie sehr abgesackt in den Noten. Und gerade in der Rechtschreibung, da hapert's. Oh Mann, Sie hätten mir das wirklich früher sagen müssen. Ja, Entschuldigung, aber uns fällt es auch nicht gerade leicht, darüber zu reden. Das kann ich nachvollziehen. Aber es geht hier in erster Linie darum, dass Leni gefördert wird. Und wenn sie dahingehend keine Unterstützung zu Hause bekommt... Soll das etwa heißen, wir kommen aus Blödhausen und Sie halten uns für dumm, oder was? Nee, also das habe ich so wirklich nicht gemeint, Herr Reuter, um Gottes Willen. Aber Leni benötigt wirklich Förderung in der Hinsicht, zumal wir auch nächste Woche das erste Diktat in der Klasse schreiben. Ist das auch so peinlich, dass wir Leni nicht helfen können? Ja, kennen Sie denn jemanden in Ihrem Umfeld vielleicht, der Leni dabei unterstützen könnte? Ja, meine Schwester, aber... Ja, wir haben genug Leute bei uns im Umkreis, die helfen uns. Und machen Sie sich keine Sorgen, das kriegen wir schon alles hin. Okay. Wir füllen Ihnen den Zettel aus und schicken Ihnen zu, ja? Okay, das ist super. Danke, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Ja, was ist denn die uns gerade so blöd gekommen? Ja? Denkt sie etwa, wir sind schlechte Eltern, nur weil wir nicht lesen und schreiben können oder was? Leni bekommt von uns all die Zuwendung und Liebe, die sie braucht. Das ist doch das, was zählt, oder etwa nicht? Eine Woche später bittet Lehrerin Anna Fischer die Reuters erneut zu einem Einzelgespräch in die Schule. Trotz ihres Versprechens, Leni bei den Vorbereitungen auf ihr erstes Diktat zu unterstützen, hat die Zweitklässlerin die Arbeit in den Sand gesetzt. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, Frau Reuter. Hallo, Frau Fischer. Schön, Herr Reuter. Hallo, Frau Fischer. Hallo. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Ich habe leider keine guten Neuigkeiten für Sie. Und ich mache mir auch große Sorgen um Leni. Ich habe die Diktate jetzt korrigiert. Und Gott sei Dank gibt es in der 2. Klasse noch keine Noten dafür. Leni hätte für das Diktat eine glatte 6 bekommen. Oh weia, was machen wir denn jetzt? Wenn Leni jetzt keine Förderung bekommt, ich weiß auch nicht, ob sie dann überhaupt die Schule so schafft oder ob sie dann auf eine Schule für Lernbehinderte muss. Unsere Tochter ist doch nicht lernbehindert. Nein, definitiv nicht. Das sehe ich ganz genauso, Herr Reuter. Sie hat sogar einiges auf dem Kasten. Aber sie ist so schlecht geworden und sie hinkt wirklich den anderen Mitschülern hinterher. Sie braucht die Förderung ganz, ganz dringend. Das ist mir alles so unangenehm. Das muss es nicht, Frau Reuter. Wir werden auf jeden Fall eine Lösung für Sie beide finden und für Leni vor allem. Darf ich Sie fragen, wie Sie bisher im Alltag so klargekommen sind? Naja, wir beide arbeiten halt auf dem Schrottplatz und naja, da muss man nicht lesen und schreiben können, sondern ordentlich zupacken, da wo es halt nötig ist. Mhm. Da fällt mir gerade ein, Frau Reuter, Sie hatten doch letztens Ihre Schwester erwähnt. Mhm. Ja, die hat uns sonst immer geholfen, aber vor ein paar Monaten ist sie nach Hamburg gezogen und jetzt haben wir niemanden mehr, der uns hilft. Okay, und Ihre Schwester hat dann auch Hausaufgaben mit Leni gemacht und sie unterstützt beim Lernen? Ja, deswegen ist sie im ersten Jahr so gut mitgekommen. Okay, die Förderung für Leni ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn sie die Unterstützung nicht bekommt, dann kann sie die Schule nicht schaffen. Ansonsten wird sie es sicherlich schaffen. Mein Vorschlag wäre jetzt wirklich, dass Sie sich ans Jugendamt wenden und das Jugendamt Ihnen die Unterstützung für Sie und auch für Leni gibt. Ja, aber ich will nicht, dass das Jugendamt bei uns zu Hause aufkreuzt. Die helfen Ihnen doch nur, Herr Reuter. Ja, und was ist, wenn die uns Leni wegnehmen? Nein, so schnell nehmen die kein Kind aus einer Familie raus. Sehen Sie es wirklich als Chance für Sie beide und als Chance für Leni vor allem. Die hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Ja, also, ich habe dabei kein gutes Gefühl.
Vielleicht hat Frau Fischer recht. Ich meine, wir können Leni nie helfen, ob es bei den Hausaufgaben ist oder für ein Diktat üben. Willst du, dass es zum Schluss auch so endet wie wir und nicht lesen und schreiben kann? Nein, natürlich nicht, aber mein Gott, ja, dann versuchen wir es eben. Also, ob das mit dem Jugendamt so eine gute Idee ist, ja? Man hört doch immer wieder, dass die einem die Kinder ratzfatz wegnehmen. Aber das lasse ich auf keinen Fall zu. Trotz ihrer Bedenken haben Nadine und Sven zum Wohle ihrer Tochter zwei Tage später einen Termin mit Jugendamtsmitarbeiterin Jutta Klose vereinbart. Die Analphabeten erhoffen sich Unterstützung bei Lenis schulischer Förderung. Hallo! Guten Tag, Jutta Klose vom Jugendamt. Kommen Sie doch rein, bitte. Hallo, weiter. Sie haben um unsere Hilfe gebeten? Ja. Das ist unsere Leni. Guten Tag, Leni. Hallo. Das ist Frau Klose vom Jugendamt. Könnte alles ein bisschen ordentlicher sein. Zeig's mir mal dein Zimmer. Ja. Das ist mein Zimmer. Du hast aber viele Plüschtiere. Haben die auch alle Namen? Ja, das ist Wolli, das ist Nacknack und das ist Wauwau. Und wer ist das hier? Fussel oder Flocke, sie kann sich immer nicht entscheiden. Ich sehe nirgends einen Schreibtisch. Und für diese Art von Büchern ist sie auch schon zu alt. Das Zimmer ist zu klein für einen Schreibtisch. Aha. Wo macht sie dann ihre Hausaufgaben? Ja, im Wohnzimmer, am Esstisch. So hat sie doch ihr Zimmer zum Spielen. Sie wissen schon, dass das Zimmer für Lenis Alter nicht angemessen eingerichtet ist? Ich finde mein Zimmer schön. Ja, da hören Sie es doch. Leni findet ihr Zimmer schön. Was machen Sie denn da? Fotos für die Dokumentation. Natürlich ist es wichtig, dass Leni sich zu Hause wohlfühlt. Aber für eine angemessene Entwicklung braucht sie ein angemessenes Umfeld. Ja, Moment, soll das etwa heißen, wir sind nicht gut genug für sie, oder was? Kann ich Sie mal alleine sprechen? Ja, kommen Sie bitte mit. Bleibst du einen Moment hier, ja? So, und was darf jetzt Leni bitte schön nicht hören? Ich komme gleich zum Punkt. So wie es aussieht, sind Sie mit der Erziehung von Leni total überfordert. Bitte was? Ja, nennen wir die Dinge beim Namen. Sie sind Analphabeten, alle beide. Und die altersgerechte Erziehung ihrer Tochter überfordert sie total. Das stimmt doch gar nicht. Und wie das stimmt? Wie wollen Sie für Lenis Entwicklung sorgen, wenn Sie noch nicht einmal die einfachsten Dinge im Leben geregelt bekommen? Wie Lesen und Schreiben? Vom Haushalt ganz zu schweigen. Soll das etwa heißen, dass wir Assis sind oder was? Ja? Wir kriegen unser Leben genauso gut geregelt wie jeder andere auch. Und um Leni kümmern wir uns genauso gut. Sie müssen mal hören, was mein Mann ihr abends für Geschichten erzählt. Und die denkt er sich alle alleine aus. Mit Geschichten kommt ihre Tochter in der Schule nicht weiter. Sie müssen mit ihr ein Buch lesen, Diktat üben, Matheaufgaben lösen. Und was wollen Sie jetzt machen? Ich muss Meldung beim Amt machen. Warum? Ich muss melden, dass Leni bei Ihnen nicht gut aufgehoben ist. Das können Sie doch nicht einfach so machen! Glauben Sie mir, mir liegt Lenis wohl genauso am Herzen wie Ihnen. Und danke, ich finde schon raus. Hey, das ist ja... Das gibt's doch gar nicht, oder? Als Nadines Schwester von den ungeheuerlichen Drohungen der Jugendamtsmitarbeiterin erfährt, organisiert sie den Reuters gleich für den nächsten Tag einen Termin bei Rechtsanwältin Silvia Beutler-Krohmers. Wir hatten ja schon telefoniert und da haben Sie mir auch relativ ausführlich schon geschildert, was Ihnen da widerfahren ist. Was ich jetzt noch mal ganz genau wissen möchte, habe ich das richtig verstanden, dass Sie das Jugendamt ja selber beauftragt haben? Ja, jein. Die Lehrerin unserer Tochter hat uns darum gebeten. Ja, und anstatt uns zu helfen, ist diese Troller vom Jugendamt gleich hier erstmal schön durch die Wohnung geflitzt, hat Terz gemacht ohne Ende. Ja, und jetzt will sie uns auch noch Leni wegnehmen. Die wollte uns doch nur extra ins Reinwürgen, weil sie uns irgendwie nicht auf den Pelz gucken kann. Also ich habe das leider schon relativ häufig gehört, dass die Chemie zwischen Eltern und dem Jugendamt nicht so unbedingt stimmt. Sie haben nicht wirklich einen Anspruch drauf, aber ich kann zum Jugendamt gehen und versuchen, ob wir eventuell einen neuen Sachbearbeiter bekommen können. Wie oft ist Nini schon bei Ihnen gewesen? Ach, gestern das erste Mal und meinetwegen auch das letzte Mal. Gut, wissen Sie noch, wie die hieß? Frau Klose. Ja. Dann machen wir das so, ich fahre mal zum Jugendamt, rede mit der Frau Klose und werde die einfach mal fragen, wie die dazu kommt, hier solche Drohungen auszustoßen. Also Eltern das Kind wegzunehmen, bloß weil die Analphabeten sind, das habe ich im Leben noch nicht gehört. Eine Inobhutnahme kommt normalerweise nur in Betracht, wenn eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. Also wenn Leib oder Leben oder auch das seelische Wohl eines Kindes bedroht sind. Und das ist bei Familie Reuter ja nun gar nicht der Fall.
Anwältin Silvia Beutler-Krovers will mit allen Mitteln verhindern, dass die kleine Leni in eine Pflegefamilie kommt. Gleich am nächsten Morgen geht sie deshalb persönlich zum Jugendamt, um von Familienhelferin Jutta Klose den Grund für ihre radikalen Maßnahmen zu erfahren. Beutler-Krovers, Rechtsanwältin. Hallo. Schmitz. Ach, dann sind Sie sicher, Frau Klose. Guten Tag. Frau Klose, wir beide hatten telefoniert. Ich möchte auch gleich auf den Punkt kommen. Sie haben meinen Mandanten angedroht, dass Sie ihnen das Kind wegnehmen möchten. Wie kommen Sie dazu? Wenn Sie bei Ihnen zu Hause gewesen wären, dann wüssten Sie es. Die Kleine verwahrlost total bei ihren Eltern. Sie erhält keine geistige Förderung und wird wie ein Kleinkind behandelt. Allein die Art und Weise, wie ihr Kinderzimmer eingerichtet ist, sagt alles. Aha. Ja, also ich muss Ihnen leider sagen, ich sehe das genauso wie meine Kollegin. Ich meine, schauen Sie sich die Fotos an, die Frau Klose vorgestern bei der Familie von Lenis Kinderzimmer gemacht hat. Na, dann schauen wir mal. Also, was haben wir hier? Wir haben Kinderbettchen, wir haben ganz viele Kuscheltiere, wir haben Malbücher, wir haben Spielsachen, wir haben Bilder an den Wänden. Also, Entschuldigung, was soll hier auf eine Vernachlässigung, Verwahrlosung, Kindeswohlgefährdung, was auch immer hindeuten? Das sieht aus wie das Zimmer von einer ganz normalen Achtjährigen. Das Zimmer sieht aus wie das einer Fünfjährigen. Ich jedenfalls werde die Familie weiterhin genau beobachten. Ach, Frau Klose, dann darf ich Sie vielleicht daran erinnern, dass meine Mandanten hier selber einen Antrag auf Familienhilfe gestellt haben. Und wie das Wort schon sagt, haben die sich Hilfe erhofft und nicht irgendjemanden, der gegen sie arbeitet. Das wollen wir mal nicht vergessen. Frau Schmitz, ich möchte hier ganz formell den Antrag stellen, dass wir eine neue Familienhelferin bekommen. Warum? Warum? Weil Frau Klose hier komplett überreagiert. Weil die Chemie zwischen ihr und meinen Mandanten überhaupt nicht stimmt. Wie sollen die in Zukunft vernünftig zusammenarbeiten? Ach was. Haben die Reuters Ihnen das etwa gesagt? Nee, Frau Klose, das mussten die Reuters mir überhaupt nicht sagen. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Dass Sie hier voller Vorurteile sind wegen des Analphabetismus meiner Mandanten. Ich habe keine Vorurteile. Ich habe lediglich meinen Job gemacht. Ja, also das stimmt. Frau Klose ist wirklich eine unserer erfahrensten Mitarbeiterinnen. Aber ganz offensichtlich reicht Erfahrung hier nicht aus. Ich bestehe darauf, ich möchte eine neue Familienhelferin. Ja, gut. Also ich sehe zu, was ich für Sie tun kann, aber versprechen kann ich Ihnen ehrlich gesagt nichts. Weil Familienhilfen und schon gar nicht so eine wie Frau Klose gibt es nicht wie Sand am Meer. Ja gut, dann beeilen Sie sich mal besser ein bisschen, sonst stehe ich nämlich morgen bei Ihrem Vorgesetzten auf der Matte. Ich wünsche den Damen noch einen schönen Tag. Ja, danke, wünschen wir Ihnen auch. Nach ihrem Termin beim Jugendamt macht sich die engagierte Rechtsanwältin sofort auf den Weg zu Nadine und Sven, um gemeinsam mit ihnen zu besprechen, wie sie das Jugendamt von ihren Qualitäten als Eltern überzeugen können. Hallo, Frau Reuter, Herr Reuter. Hallo. Hallo. Ich komme gerade vom Jugendamt und bin persönlich vorbeigekommen, um Ihnen die gute Nachricht mitzuteilen. Sie bekommen tatsächlich eine neue Familienhilfe. Gott sei Dank. Aber nichtsdestotrotz, bieten Sie bitte dem Jugendamt keine Angriffsfläche mehr. Kommen Sie bitte erst mal rein. Danke. Aber wir machen doch gar nichts Schlimmes. Ich meine, was soll denn der Mist? Nein, natürlich machen Sie nichts Schlimmes. Aber wichtig ist jetzt wirklich, dass Sie sich darum kümmern, dass Sie diesen Platz an dieser Abendschule bekommen. Damit Sie endlich lesen und schreiben lernen und Ihrer Tochter auch irgendwann mal bei den Hausaufgaben helfen können. Na sicher. Na sehen Sie. Ja, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Vielleicht machen wir das. Was denkst du, Sven? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin gerne dabei. Sagen Sie mal, ist das hier Ihre Post? Ja. Wie lange stapelten die sich schon hier? Schon eine Weile. Ja, weil wir können ja eh nicht lesen. Seit meine Schwester in Hamburg ist, haben wir niemanden mehr, der sie uns vorliest und sagt, was drin steht. Und Leni möchte ich damit ehrlich gesagt nicht belasten. Ja gut, das kann ich verstehen. Ja, und ich würde normalerweise unsere Nachbarn darum bitten, weil es ist ja nichts dabei. Ja, nur Nadine, ja, schämt sich halt ein bisschen für uns. Nee, das ist mir peinlich. Ich dachte ja, die Frau vom Jugendamt würde uns helfen, aber das hat sich wohl erledigt. Ja gut, ich meine, mit Frau Klose haben Sie nun wirklich nicht gerade einen Glücksgriff getätigt. Aber ich denke nach wie vor, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist, dass Sie das Jugendamt um Hilfe gebeten haben. Wir machen Folgendes. Ich guck mal, dass ich mich um so einen Platz bei der Abendschule kümmere und nehme die Post einfach mal mit und guck mal durch, ob was Wichtiges dabei ist, ja? Dankeschön. Dann fahre ich jetzt ins Büro und melde mich nachher bei Ihnen. Alles okay? Gut. Dankeschön. Okay, bis nachher. Ich bringe Sie noch zu. Ja, gut, danke. Ich kann ja verstehen, dass die Reuters sich nicht hier vor jedem outen wollen, dass sie nicht lesen und schreiben können. Aber es ist total wichtig, regelmäßig seine Post zu lesen. Da können Rechnungen dabei sein, Mahnungen. Und ehe man sich's versieht, haben sich eine Menge Schulden angehäuft. Nadine und Sven haben Hoffnung geschöpft und wollen mit allen Mitteln um ihre Tochter kämpfen. Doch als die 30-jährige Nadine ihre Tochter am nächsten Tag von der Schule abholen will, erlebt sie eine böse Überraschung. Leni! Entschuldigung, ich suche meine Tochter Leni Reuter. Ach, dann sind Sie wohl Frau Reuter, also Lenis Mutter. Ist was mit dir passiert? Nein, keine Sorge, guten Tag. Ich bin Karin Schmitz vom Jugendamt.
Und was wollen Sie hier? Ich bin gekommen, um Ihre Tochter abzuholen. Ich bringe Leni in eine Bereitschaftspflegefamilie. Was? Das Jugendamt hat beschlossen, aufgrund eines Eilberichts von Frau Klose ihre Tochter in Obhut zu nehmen. Leider gab es mehrere Anzeichen dafür, dass es ihrer Tochter bei Ihnen und Ihrem Mann nicht gut genug geht. Tja, und wenn das so ist, dann handeln wir wirklich sehr, sehr schnell. Das heißt, Sie nehmen uns jetzt unsere Tochter weg. Einfach so. Ich weiß, das ist sehr hart für Sie, aber es geht ja auch um das Wohl Ihrer Tochter. Das Jugendamt hat auch einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Familiengericht erwirkt. Was heißt das? Das heißt, dass man sowohl Ihnen als auch Ihrem Mann das Aufenthaltsbestimmungsrecht und ebenso das Recht, Anträge zur Erziehung zu stellen, vorübergehend verwirkt hat. Das kann doch nicht sein. Wo ist mein Kind? Sie ist im Lehrerzimmer. Ich muss noch ein paar Sachen mit ihr besprechen. Frau Reuter, bitte. Ich möchte mein Kind sehen. Nein, das geht leider nicht. Lassen Sie mich durch. Ich Frau Reuter, bitte, es ist nicht gut, wenn Ihre Tochter Sie in Ihrem Zustand sieht. Ich bin Ihre Mutter, verdammt! Ja, eben. Und gerade ich möchte jetzt mein Kind sehen! Gerade als Ihre Mutter, Frau Reuter, sollten Sie doch auf das Wohl Ihrer Tochter bedacht sein. Ich will Sie jetzt sehen! Das geht leider nicht. Ich bitte Sie zu gehen. Wir rufen Sie an. Ich bin befugt, Ihre Tochter mitzunehmen und das werde ich auch tun. Also tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie jetzt. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Das kann doch jetzt nicht sein. Die Tussi vom Jugendamt soll ihre Drecksfinger von ihr lassen. Ich muss erst mal Sven und die Anwältin anrufen. Sonst drehe ich hier durch. Nachdem Nadine ihren Mann und Anwältin Silvia Beutler-Kovas unter Tränen über die Inobhutnahme ihrer Tochter informiert hat, eilen die beiden so schnell wie möglich zur Schule. Die 30-jährige Mutter ist am Boden zerstört und kann nicht fassen, dass das Jugendamt ihr einfach ihr Kind wegnehmen kann. Sie ist immer noch da drin. Sie geben sie mir nicht. Mach bitte was. Ich werde mich sofort mit dem Jugendamt in Verbindung setzen. Ach nee. Sie scheißblöde Kuh, was hält Ihnen überhaupt ein? Sie können nicht machen, was Sie wollen. Mäßigen Sie sich, sonst zeige ich Sie wegen Beleidigung an. Wir beruhigen uns jetzt alle mal, Herr Reuter. Das bringt uns tatsächlich nicht weiter. Frau Klose, ich bin einigermaßen überrascht, was Sie hier machen. Ich dachte, wir hatten das alles besprochen, als ich bei Ihnen im Büro gewesen bin. Und wenn Sie genau zugehört hätten, dann könnten Sie vielleicht noch daran erinnern, dass ich Recherchen über die Familie anstellen wollte. Und? Ich habe da ein paar interessante Sachen herausgefunden. Ach ja. Sie haben da zum Beispiel eine wichtige verpflichtende Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt verpasst. Frau Klose, das ist Pillepalle. Diese Untersuchungen sind nicht lebensnotwendig und die können jederzeit nachgeholt werden. Das heißt noch lange nicht, dass meine Mandanten hier irgendwie ihre Elternpflichten verletzt haben. Das heißt es ja wohl, Frau Beutler-Kovas. Sagen Sie mal, wo bleiben Sie denn? Und Sie sind ja auch immer noch da. Ich hatte Ihnen doch vorhin schon gesagt, dass Sie bitte gehen möchten. Jutta, gehen Sie bitte zu Leni ins Lehrerzimmer. Frau Schmitz, ja? Was Sie hier veranstalten, das ist allerunterste Schublade. Und ich glaube auch nicht, dass Sie hier irgendwie ein Hausrecht haben und meinen Mandanten sagen können, ob sie gehen oder bleiben sollen. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Meinen Sie? Ja, meine ich. Erstens, Sie geben unser Kind zurück und zweitens, warum helfen Sie uns nicht? Sie sind doch schuld an dieser ganzen Sache hier. Herr Reuter, das tut mir so wahnsinnig leid. Ich habe niemals gewollt, dass Ihnen Leni weggenommen wird. Ich wollte, dass Sie Unterstützung bekommen. Frau Fischer, Sie haben genau das Richtige getan, bevor es zu spät ist. Das glaube ich nicht. Und Frau Beutler-Kovas, ich würde Leni jetzt wirklich gerne in die Bereitschaftspflegefamilie bringen. Und da wäre es nicht gut, wenn sie ihre Eltern sieht. Und Sie machen sie es doch nicht noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Ich komme heute Nachmittag vorbei und hole ein paar Sachen von Leni ab. Und ich werde heute Nachmittag einen Antrag auf Herausgabe des Kindes stellen. Können Sie ja gerne tun, aber es bringt Ihnen überhaupt nichts. Solange bei den Reuters nicht alles in geregelten Bahnen verläuft, kommt das Kind leider weg. Das haben Gott sei Dank nicht Sie zu entscheiden, Frau Schmitz. Dafür ist das Jugendamt zuständig. Ja, ganz bestimmt nicht. Ja. Bitte bringen Sie mir unser Kind zurück, bitte. Ja, ich werde alles tun. Ich verspreche es, damit Ihre Tochter so schnell wie möglich nach Hause kommt. Aber wir können hier jetzt wirklich nichts mehr machen. Wir sind echt froh, dass wir Sie gerade haben. Ja, ich tue mein Bestes. Das verspreche ich Ihnen. Können wir nicht hier gucken? Ich will sehen, wie sie rauskommt. Hier sieht uns doch niemand. Wir machen es einfach. Du bist ja nicht direkt in den Wohnhaus. Leni. Frau Reuter. Oh Mann. Ich will zu meinem Kind. Ich weiß, aber das geht jetzt nicht. Wenigstens haben Sie sie noch mal gesehen. Ja, gucken Sie doch mal, sie wehrt sich. Ich weiß. Sie will da nicht mehr. Ja, ich mache sofort alles, was mir juristisch möglich ist. Das verspreche ich Ihnen. Ja. Ja? Machen Sie es bitte. Nadine und Sven bricht es das Herz, ohne ihre Tochter nach Hause fahren zu müssen. Um Leni so schnell wie möglich wiederzubekommen, wollen sie sich an den Rat ihrer Anwältin halten und trotz ihrer Wut auf das Jugendamt mit den Mitarbeiterinnen kooperieren. Ich bin auch gar nicht richtig bei der Sache. Ja, ich frage mich wirklich, bin ich zu dumm, ein Kind großzuziehen? Nein, du bist nicht zu dumm. Ich bin auch nicht zu dumm. Lass dir doch so einen Scheiß nicht einreden. Ja, vielleicht hast du recht, aber ich frage mich die ganze Zeit,
Warum haben wir nicht schon eher lesen und schreiben gelernt? Ich meine, wir wollten es die ganze Zeit machen und haben es dann doch nicht gemacht. Ja, natürlich hätten wir da schon viel früher was machen sollen. Aber guck mal, nach der Arbeit auf dem Schrottplatz, da sind wir immer so kaputt. Ja, du hast ja recht. Du, sag mal, was hältst du eigentlich von diesem Lieblingsplüschi von mir? Ja, packe den mal mit ein, da würde sich freuen. Weißt du, und ich habe auch wirklich keinen Nerv, mich abends nach der Arbeit dann noch in diese Volkshochschule reinzusetzen. Lieber möchte ich die Zeit mit Leni verbringen. Schatz, hast du ja recht. Aber jetzt wurde sie sonst trotzdem weggenommen, obwohl wir so viel gemacht haben. Ja, und warum? Nur wegen diesen beiden Trullern vom Jugendamt. Ja, die denken, die sind was Besseres, nur weil sie uns nicht leiden können. Ja, ich weiß. Pack ihr mal bitte noch ihre Lieblingsweste ein. Ich glaube, dann haben wir es erstmal. Ja. Ich würde ihr gerne noch was dazu malen. Was meinst du? Oh, das ist eine gute Idee. Definitiv. Ich hoffe, du hast recht mit heute Abend, dass wir sie da echt noch sehen können. Das wäre super, ne? Ja. Ach, guck mal, das hat sie gestern noch gemalt. Wow. Das sieht echt toll aus. Ja. Halt, warte, ich möchte noch was dazu schreiben. Schreiben? Ja, Leni hat mir was gezeigt. Oh, ja. Ich hol das Foto. Ja. Aha. Haben dich lieb. So. Da wird sie sich bestimmt freuen. Ja, das glaube ich auch. Es ist das Leben hier im Paradies. Die Reuters sind hin und her gerissen zwischen der Hoffnung, Leni bald wieder in die Arme schließen zu können, und der Angst, dass man ihnen ihr geliebtes Kind für immer wegnimmt. Als ihre Anwältin Silvia Beutler-Krovers eine halbe Stunde später mit Karin Schmitz vom Jugendamt vorbeikommt, fällt es ihnen schwer, die Ruhe zu bewahren. Ist das der Koffer für Ihre Tochter? Ja. Würden Sie mir mal bitte zeigen, was drin ist? Warum? Haben Sie etwa das Gefühl, dass da irgendwas Falsches eingepackt ist, oder was? Dankeschön. Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Lassen Sie das drin. Was soll das, Frau Schmitz? Entschuldigung, aber das geht echt mal gar nicht. Aber Leni braucht doch ein Foto von uns. Wir haben das jetzt extra gemalt, damit sie uns nicht vergisst. Ja. Und was meinen Sie, was passiert, wenn Ihre Tochter das Foto und das gemalte Herz von Ihnen findet? Sie freut sich darüber. Nee, genau das macht sie nicht. Es wühlt sie auf und es stürzt sie in ein noch größeres emotionales Chaos. Ja, und wann können wir sie wiedersehen? Vorerst gar nicht. Ach, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Doch. Es gibt eine Bestimmung und danach ist erst mal 4 Wochen Umgangsverbot. Sie muss sich ja dort erst mal einleben. Sag wer, das legen Sie fest. Sie machen überhaupt gar keine Einzelfallprüfung. Sie pauschalieren hier einfach und sagen, 4 Wochen dürfen die Eltern das Kind nicht sehen. Ja, es tut mir leid, aber mir sind dort leider auch die Hände gebunden. Ach, Ihnen sind überhaupt gar nicht die Hände gebunden. Sie können doch, in Ihrem Ermessen liegt es doch, dass Sie den Umgang gewähren. Ich schwöre Ihnen, ich stehe morgen bei Gericht auf der Matte und werde einen Antrag auf Umgang einreichen. Und Sie wissen ganz genau, dass Umgangsverfahren beschleunigt behandelt werden. Und dann haben wir einen gerichtlich angeordneten Umgang und dann werden die Eltern ihr Kind sehen, ob sie es wollen oder nicht. Und Sie sind der Meinung, Sie helfen damit, Leni? Oh ja, da bin ich mir sogar sehr sicher. Ich helfe Leni damit auf jeden Fall mehr, als Sie das tun. Und Frau Schmitz, ich sag Ihnen das, ich werde morgen zu Ihrem Vorgesetzten gehen und Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen. Dann wünsche ich Ihnen damit mal viel Erfolg. Also ich muss jetzt los. Wiedersehen. Also sowas habe ich auch nicht erlebt. Was haben wir uns Schreckliches getan? Ich kapiere es einfach nicht. Sie haben gar nichts Schreckliches getan. Das ist einfach, dieses Jugendamt ergreift Maßnahmen. Das habe ich in meiner ganzen Praxis noch nicht erlebt. Aber ich habe es ihr gerade schon angekündigt. Ich werde sofort einen Antrag auf Umgang stellen. Das sind beschleunigte Verfahren. Das heißt, die Verfahren werden vorgezogen und wir werden ganz, ganz schnell einen Termin bekommen. Heißt das, Leni kann dann wieder zu uns? Nein, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht versprechen. Aber wenn der Umgang erstmal durch ist, dann kann das Jugendamt sich überhaupt nicht mehr dagegen wehren. Also das bedeutet, wir können sie wenigstens wiedersehen. Genau, und das ist erst der Anfang. Und als nächstes werden wir Leni endgültig zu Ihnen zurückholen. Wir schaffen das. Leider ist es tatsächlich so, dass bei einer Inobhutnahme in der Regel erstmal eine Kontaktsperre verhängt wird. Die Frage ist hier nur, war diese Inobhutnahme überhaupt gerechtfertigt? Dass Eltern nicht lesen und schreiben können, ist definitiv kein Grund, ihnen das Kind wegzunehmen. Und genau davon werde ich das Gericht überzeugen.